Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr PSD-Dateien, also Photoshop-Dateien, mit Paint.net öffnet. Und dazu gibt es hier dieses Paint.net PSD-Plugin. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier einmal auf Download klicken. Warten, bis das runtergeladen ist. Und dann öffnen wir das Ganze hier. Haben wir die Lizenz, die README und die Photoshop DLL. Gehen wir also in unserem Installationsverzeichnis. Bei mir ist das jetzt D, es ist bei euch wahrscheinlich C. Programmfiles Paint.net und dann gehen wir mal hier in den Hauptordner. Dann hier Effekte, File Types, Resource und so weiter. Für uns ist hier wichtig File Types. Da habe ich jetzt hier schon den Icon Importer drin und dann ziehen wir uns hier einfach die Photoshop.dll rein. Einfach einmal PaintNet starten und dann könnt ihr hier auch schon sofort speichern unter und dann habt ihr hier unten Photoshop, PSD und PSB. Und genauso könnt ihr dann auch beim Öffnen auf PSD-Dateien klicken oder beziehungsweise hier über den öffnen Dialog PSD-Dateien importieren. So einfach geht das. Das war's auch schon und dann bis zum nächsten Mal.